Sie halten den Nachmittagsdienst der S77 mit Mirren RAB E523. Und mit diesen lieben Worten begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Let's Play Train Sim World 3 mit einem Szenario vom lieben SBB RAB E523, wie ihr es schon gehört habt. Ja, wieder aufrüsten, Licht an, das an, Bremse lösen. So. Und dann geht's weiter. Wir kommen hier von Langenthal, fahren hier nach Luzern hinein und kuppeln dann eine Garnitur ab, wenn ich es richtig im Kopf habe, und fahren dann als S6 nach Sursee und halten an jeder Haltestelle. Das ist jetzt der Plan, das soll ungefähr eine Stunde dauern, so laut Ankündigung. Da muss ich noch dementsprechend richtig stellen. Das wird durchaus noch ein klein wenig Fahrt aufkriegen, aber dann soll es passen. Und dann halten wir nicht, wie sonst immer, auf Gleis 5 in Luzern, sondern das erste Mal auf einem anderen Gleis. Wir erleben das Wunder von Luzern. Wir fahren auf Gleis 7 ein. Also das hat mich früher schon immer ein klein wenig getriggert, wenn man so wirklich so fast schon Klischee... Habe ich jetzt da... Ich mache mal auf 40 sogar. Ja komm, machen wir 60. Ah, wegen der Weiche, verstehe. Na gut, also... Das ist jetzt auch nicht mehr allzu weit entfernt. Nein, das hat mich ja immer schon ein klein wenig so... Ja, man merkt es halt schon, wenn es eigentlich immer... Sie vom gleichen Grundszenario das aufgebaut haben, wo dann immer so gewisse Stationen immer gleicher Halt, gleiche Abfolge war. Nur hast du vielleicht ein paar Stationen mehr drin gehabt, eine andere Wetterbedingung beziehungsweise eine andere, das war 55, 40 oder eine andere Tages-Nachts-Zeit, wie auch immer. Das fand ich, also ich darf da nicht zu sehr an die Maus kommen, sonst verreißt mir immer wieder die Kamera. Genau. Fand ich immer ein klein wenig schade und kam für mich ein wenig wie immer ungeliebt vor. Deshalb finde ich es umso erstaunlicher, wenn ich dann plötzlich mal lese, Luzern Gleis 7. Also kann jetzt für viele vorkommen, Alter, wieso freust du dich darüber? Also, ja, es ist nicht Gleis 5, es ist einfach mal zwei Gleise weiter. Und nun ja, so viel ist jetzt da auf dem Luzerner Bahnhof leider nicht vor, beziehungsweise kann ich jetzt nicht mal sagen, wie realistisch es ist, dass der Zug auf dem und dem Gleis einfährt. Da kenne ich den Bahnhof Luzern einfach viel zu wenig. Winterthur und Zürich hätte ich da noch durchaus größere Chance, euch zu sagen, ist das richtig mit der Einfahrtlogistik, wie sie das umgesetzt haben, kommen die am richtigen Gleis, am richtigen Perron an oder nicht. So, jetzt muss ich aber schauen, nicht, dass ich da in den Puffer fahre. Ich meine, das war ich ja mal... War ich das in der Einführung mit euch oder wo ich es mal persönlich gemacht habe? Da fuhr ich... Also ich habe mich nicht entgleist, aber ich fuhr dennoch in den Prellpock. Das hat dann durchaus gerumst. So. So, Türe entriegeln.
Dann bereite ich da schon mal alles vor. Wir machen es, wir machen Parken, das. Ja. Dann warte ich jetzt noch auf dem Stuhl des Lokführers, damit wir dann wahrscheinlich wieder die Türen verriegeln können, um dann den Führerstand zu wechseln. Und je nachdem müssen wir dann auf, also können, also ich hoffe es mal, dass wir direkt von dieser Zuggarnitur abfahren können Richtung Sursee, dass das dann so geht. Weil bis jetzt hatten wir, meinte ich, nur ankuppeln, aber noch kein Abkuppeln. Das dürfte dann das erste Mal sein, weil in der Einführung hatten wir das tatsächlich noch nie, ne? Gut, Türe verriegeln, machen wir doch. Und da schön die Besucher, wie sie da strömen. Gut, drücken Sie Entkuppeln 1 und 2. Das. Ah, so. Okay. Okay. Falsche Taste. Dann hat das tatsächlich funktioniert. Gut. Ich finde es so klasse, dass es wirklich den Sound hat. Das sind immer so Kleinigkeiten. Sieht man das? Nein. Also ich sehe jetzt nicht eine Veränderung. Bei gewissen Kupplungstypen sieht man ja so, ob sie wie zusammen sind oder nicht. Und es gibt Kupplungstypen, und das könnte so eine Kupplungstype sein, die man das jetzt nicht per se ansieht. Ist die wirklich jetzt gelöst oder nicht? Oder sagen wir es mal so. Du siehst es nicht aus dem Winkel, wie wir raufschauen können. So. Das bitte noch ein. So, dann. So. Dann geht es hier auch schon zum Stellwerk. Aber interessant. Müssen wir jetzt da auf den Betrieb? Hallo? Ernsthaft, er kann mit offenen Türen abfahren. Das dürfte, glaubst du, in keinster Weise möglich sein. Nicht mal, wenn man leer fährt. Da müsste eigentlich sämtliche Sicherheitsmechanismen, selbst wenn man nicht ETCS oder nicht STI, sondern Swiss SC. Ah Mist, ich weiß die Schweizer Abkürzung nicht mehr. Vom schweizerischen Control System. Dürfte das in keinster Weise machbar sein. Also das prangere ich an, dass sie das, dass das so, so Führerstand abrüsten. Dann den, dann Park, dann das. Gut. Bitte mir. Müssen wir jetzt da auf Gleis 5? Habe ich da noch so einen Verdacht? So. Ja. Den nach vorne, vorne, das raus, das rein, das. Ja, siehste. Ich bin geschädigt. Nein, Moment. Ganz schön stopp.
Okay, irgendwie ist er gefühlt ein wenig blockiert, habe ich das gefühlt. Ich mache da mal auf 30, sicherheitshalber. Und dann hoffe ich, dass dann das geht, dass wir da die Türen wieder verriegeln können. Aber dass sie mich jetzt schon wieder auf das Gleis 5. Finde ich jetzt nicht gerade so ansprechend. Es hätte doch mal so auf Gleis 3 sein können. Dann hättest du mal wirklich so auf das Gleis und dann nochmals über die Weiche. Das wäre einfach mal so, so ein klein wenig Abwechslung. Ich weiß, es gibt immer so vorprogrammierte Gleise, wo die Züge halten. Also in der Schweiz habe ich das Gefühl, da wird so immer auf Fahrplanwechsel, wenn es da wieder neue Optimierungen gibt im Fahrplan. Meistens bleiben selbst da die Perrons gleich, außer wenn es einfach vom Takt her anders wird, dass sie halt auf das Gleis wechseln müssen. Aber sonst habe ich immer das Gefühl, jeder Zug wird schon Jahre, also, oder Monate voraus vorprogrammiert und hat eigentlich seine Stammroute und kommt eigentlich so immer auch auf das gleiche Gleis an. Also in der Schweiz hast du wirklich selten, dass du abrüsten können wir machen. Vollrasung, das. So, Tende. Dann zu. Uiuiui. So, einmal rein. Flip. Türe auf. Türe zu. Hinsetzen. Schlüssel rein, Fahrtrichtung, Strom, Parke aus. Passt. Fahrgäste sind schon bald eingeladen. Der ist noch auf 30, das passt. Und dann, wann fahren wir ab? Um 14:44, genau. Ja, und wenn ich immer so, jetzt wieder auf das Thema von vorhin, manchmal so eine Dokumentation höre von der Deutschen Bahn, dann habe ich immer das Gefühl, es wechselt schon fast so kontinuierlich so, okay, ich habe jetzt hier frei, da so, dies, das. Ist das so oder wird das jetzt einfach so negativ von den Berichten, die ich jetzt halt mitkriege oder mitgekriegt habe, rübergebracht und eigentlich ist das gar nicht so, weil ich denke, es dürfte eigentlich sehr ähnlich sein wie in der Schweiz, dass eigentlich so eigentlich jeder Zug oder jede Linie, also eine Interregio Intercity, immer eigentlich so ziemlich das gleiche Gleis hat, vielleicht so das eine Nachbargleis, dass es so vielleicht noch hin und her wechselt, aber eigentlich immer das gleiche hat. Das macht ja sonst irgendwie keinen Sinn, finde ich. Gut, dann fahren wir nach Emmenbrücke, Gleis 1. Ja. Also ich die letzten Tage jetzt auch wieder am Schauen bin und so auch so nebenbei, neben den Showcases habe ich so, wenn es mal so größere Pausenblöcke gibt, weil das eine Showcase fertig war und wir noch warten mussten, oder Gronkh und Royal Funk und Pandora und wer noch alles mit ihm zusammen geschaut hat, warten musste, bis der nächste Showcase anfing, habe ich mir so Parkbahn-Videos angesehen
Und in der Schweiz gibt es ja unter anderem einen sehr großen, wie ich finde, den Swiss Vapeur Park. Und die hatten durchaus schon ein paar sehr interessante neue Modelle, also vom Park selber. Aber die haben natürlich auch regelmäßig, fast kontinuierlich, irgendwelche Gäste bei sich da. Und die haben auch eine kleine Zahnradbahnstrecke, wo sie unter anderem von der Dampfbahn Forker Bergstrecke haben die ein Modell der HG34 und der HGE44. Und jetzt sah ich weiß nicht, ob es von dem Jahr war oder vom letzten Jahr, einen Parkbahntreffen, wo sie veranstalten im Sommer, dass eine Ballenberg Zahnraddampflokomotive als Modell gezeigt hat. Und das war so interessant, das zu sehen, das Außengestänge von der Zahnradmechanik zu arbeiten. Das sind einfach so kleine Spielereien, wo man einfach wieder denkt, wenn man selbst Metallbauer wäre, könnte man sich das doch selbst mal gönnen, bauen, machen, tun. Weil ich weiß, in der Schweiz, viele in der Ausbildung haben die Möglichkeit und die Chance, Ende der Ausbildung als Abschlussarbeit sich so ein Eisenbahnmodell als Abschlussprojekt zu realisieren. Und da bin ich wirklich neidisch auf die. Weil so wirklich so, ich persönlich wäre eher jetzt so Größe 7¼ Zoll und dann auch nicht jetzt gerade so maßstabgetreu, sondern wirklich eher Bahnpark ähnlicher. Das heißt, Schmalspur, aber doch größer dimensioniert, damit es einfach mehr Leistung, mehr Kraft, mehr Wumms, mehr zeigen kann, was einfach so es sieht realistisch aus, aber es ist nicht maßstabs 100% getreu. Und das sieht manchmal fast schon einen Ticken besser aus als wirklich maßstabgetreu. Und die meisten, die 5 Zoll Regelspur Modelle haben, die wirken das so wirklich so extremst klein für mich, wo ich dann denke, so, habt ihr jetzt das Modell noch verkleinert? Weil einfach so die Parkbahn, wo ja nicht ganz maßstabsgetreu ist, gibt dann so einen verfälschten Blick auf die Modelle, wo es dann immer so seltsam winzig dann so wirklich maßstabsgetreue Modelle dann sind. Auch so im 7¼ Zoll Bereich, wenn dann eine Schmalspur Dampflok daherkommt, die wirklich maßstabsgetreu ist, dann denken viele so, ist das jetzt wirklich so wirklich 100% maßstabsgetreu? Und wenn sie sagen, ja, das ist so, dann merkt man erst, dass viele Parkbahnen zwar ein Modell von einem Original sind, aber für den Park halt nicht 100% maßstabsgetreu sind, dass sie mehr Leistung haben, um größere Besucherzahlen gleichzeitig zu transportieren. Was natürlich auch verständlich ist und auch gut. Und ich meine, der Swiss Vapeur Park, der hat ja nebst der Zahnradstrecke noch eine Bergstrecke, wo man, ich weiß gar nicht, wie viel Promille die hat. Aber das ist durchaus ordentlich. Also die hätte sicherlich so gefühlt 1,5 bis 2% müssen das mindestens sein, die sie da auf einen Hügel hat, nach oben haben. Und dann der Swiss Vapeur Park hat ja so ein richtiges ganzes Dorf in einem gewissen Maßstabsverhältnis nachgebaut.
also nicht das Dorf, aber diverse Gebäude und auch sonst Sehenswürdigkeiten sind überall verteilt. Und sie haben ja zum Jubiläum und der Eröffnung vom weltgrößten Tunnel, Eisenbahntunnel, in Morel anstatt 57 Kilometer einen 57 Meter langen Modellbahntunnel gebaut. Und wenn man in Parks und Parkbahnen fährt, stellt man fest, ja, es gibt Tunnel, aber bist du mal mit einer Parkbahn 57 Meter unter der Erde gefahren, da merkst du plötzlich so, okay, das ist durchaus eine Länge für eine Parkbahn. Und Swiss Water Park, das ist einfach so, es ist schon ein schöner Kindertraum, dort sein Modell fahren lassen zu können, wenn man eins hat. Also das ist wirklich so eine richtig Wohlfühl-Anlage. Also die haben auch Weinreben, die haben eine riesen, ich weiß nicht, das müssen wahrscheinlich, glaube ich, auch eine der längsten, ach, wie nennt man die wieder? Hängebrücken müssen das sein. Damit den Drahtseilen und so. Ich meine, die Brücke ist ja auch knappe. Ich wüsste jetzt nicht mal, aber die müsste auch schon fast knappe 100 Meter sein. Mit so zwei Pfeilen, so ein klein wenig wie die Golden Gate Bridge sieht die aus. Und da ist es immer spannend, wenn dann die Parkbahnen, die Dampflokomotiven, die lassen dann die Zylinderhähne auf und dann siehst du den Dampf so über das Wasser gleiten. Also das sieht so gut aus. Und mein Vater hatte, ich weiß nicht, ob er sie noch hat oder ob ich die noch hatte. Wir hatten noch lange Zeit eine alte VHS-Kassette über den Park. Und dort gab es Modelle, die es leider heute nicht mehr gibt. Weil der Park ist bekannt und er wurde jetzt in meiner Lebzeit, meinte ich, schon dreimal bestohlen. Und das Witzige ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, zweimal sogar die gleichen Lokomotiven. Also die Diebe hatten immer unterschätzt, wie schwer die Lokomotiven sind und kamen dementsprechend nie weit. Aber der Park war in meinen 27 Jahren, die ich jetzt gelebt habe, habe ich, meinte ich, nur dreimal mitbekommen, dass Lokomotiven entwendet wurden, aber dann auch nur Lokomotiven, die dem Park selbst gehört haben. Zweimal waren es so von der, ach Gott, wie hieß jetzt wieder die Bahn? Das war so eine Pleie de, schieß mich tot, wie hieß jetzt wieder die, das war auch so eine, ich sag immer gerne Rebenbahn, aber es ist nicht eine Rebenbahn, weil es ist so eine Monorail. Mist. Keine Ahnung mehr, wie die hieß, aber die geht vom Mond. Nein, das war die eine Zahnradbahn, wo sie auch haben. Die startet auch zum Mond drüber. Oder was, WW? Also, ich komme so durcheinander manchmal, weil die so viele Modelle haben und sie haben jetzt auch ein paar Modelle umgestaltet, weil sie wollen jetzt auch zu Anfang Zeit von denen und früher hatte man nicht viel Geld und jetzt kommt langsam das Geld, also es wird jedes Jahr mehr. Leider von den Parkplätzen, die rutschen leider immer weiter weg, weil der Park liegt gerade am See und das, was sie an vielen Parkplätzen haben, haben sie jetzt mittlerweile
schon fast alles selbst zu neuem Fahrgelände umgebaut. Was natürlich toll ist für die Besucher und alles. Also sie haben auch richtige Restaurants, mehrere, also nein, ein richtiges Restaurant und dann mehrere kleine Crepes, Kaffee, Eisstände im Dorf und ja, das ist einfach so eine wirklich Kindheitserinnerung. Und ich war jetzt, bis vor Corona, war ich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal bei der Patentante von meinem Bruder. Die wohnt in der Region Vevey. Das liegt am Genfer See zwischen Montreux und Lausanne. Und Vevey, das ist ja wirklich eine Erinnerung, wo mich glücklich macht. Da war es immer schöne Ferien. Also da konnte es noch so warm sein draußen, wie du willst. Kam vom Rhonetal her eine Brise von dem Ufer, wo unter anderem ja, Bouveret war, noch ein klein wenig weiter gegen französische Grenze, also Richtung Chanchon-Golf. Nein, also die Brise kam dann vom Wallis, also Rhonetal runter, zog so ein wenig bei Montreux vorbei und Vevey war dann so der erste wirkliche Punkt, wo es dann auf die Hänge, auf die Rebberge, also sie war wirklich in den Reben am Wohnen, kam die kühle Brise vom See nach unten hinauf. Es konnte 40 Grad sein. Das hast du nicht gemerkt. Und Vevey, Montreux sind ja, also Montreux ist ja bekannt, Jazzfestival. Und auch in Vevey gibt es einerseits sowohl auf dem See wie auch am See, der Seepromenade, riesige Feste manchmal und auch riesige Konzerte. Und wenn gerade so ein Konzert oder ein Musical oder das Fête de Vigneron, was es ja auch in der Schweiz gibt und auch ein, wie heißt das, kulturelles, gedanklich kulturelles Heritage, Welterbe, ich weiß jetzt nie genau die genaue Bezeichnung davon, gibt es ja nur alle 25 Jahre. Und ich meinte, 2019 oder war es 2020, könnte ich jetzt nicht mal mehr 100% sagen, war das letzte Fête de Vigneron und das nächste wird dann so etwa in 20, 25 Jahren erst wieder stattfinden. Also das ist dann wirklich für sämtliche Winzer aus der Schweiz, vor allem Westschweiz und auch Teilen von Frankreich gehören auch noch dazu, die absolute Königsklasse, wenn es um Wein geht. Also dann werden wirklich die Winzer gekrönt, da werden die besten Weine prämiert und ausgezeichnet. Und das war so ein Riesenfest. Man hat ein riesen Theater aufgeführt über eine Legende, die in der Westschweiz, in der Romandie erzählt wird, mit, so als Musical. Und dort, wo sie wohnt, auf dem Hang, ich konnte wirklich, ich musste kein Ticket kaufen. Konnte es mit Feldstecher runter auf Vevey schauen, India. Wirklich, literally in die Arena, musste es nicht irgendwie so einen Verstärker holen oder so. Es war so laut und auch von der Hang, ihr kennt es vielleicht vom Kolosseum oder von den alten Römertheatern, die waren ja so konstruiert, dass die Schauspieler eigentlich laut reden mussten, aber das schon vom Winkel, von der Akustik her schon so ausreichend war,
Ganz ehrlich, du hast oben alles gut verstanden. Gut, mein Französisch Verständnis ist noch besser als Rieren, also. Aber es war einfach so. Das sind einfach so Erinnerungen. Oder im Sommer so sind wir eigentlich fast jeden Abend an der Promenade von Vevey. Gehst du nach Vevey, gehst du irgendwie in einen Laden, sechs ein Griech, sechs eine Italiener, sonst irgendwas, was du an der Promenade essen möchtest. Erstens kulinarisch, sehr große Vielfalt, wunderbar köstlich. Hast du gegessen? Spazierste, spazierste. Hast gefühlt, bist du nur 5 Minuten unterwegs. Aber wenn du dann wirklich mal realisierst, stehst du schon in Montreux. Und wenn du dann noch weiter gehst, bist du. Ich meinte, man kann eigentlich bis. Ich weiß nicht, ich meinte, man muss kurz vor Schloss-Chillon. Ich weiß nicht, ob es wirklich bis zum Schloss geht oder ob es vorhin. Kann man eigentlich fast alles bis kurz vor Chillon, meinte ich, an der Promenade entlang gehen. Und es fühlt sich nach nichts an. Und da bist du wirklich im Sommer, weil es ja so lang hell ist, merkst du die Zeit erstens weniger bis gar nicht. Also das war so schön dort. Einfach so frisch, so herrlich, so entspannte Atmosphäre. Ich meine, in der Deutschschweiz, da ist immer so zack, zack, das, so das wirklich altbekannte und geliebt gesagte Bünzlitum. Das ist Großteil der Deutschschweiz, ist eigentlich das der Fall. Die Westschweiz, die Romandie, die ist gelassener. Die hat wirklich den französischen Flair, die französische Mentalität, also locker angehen, entspannt sein. Also da ist wirklich so Wein, Käse, Brot als Picknick. Wirklich, das merkst du und das fühlst und die ganze Atmosphäre, Aura. Also es ist und auch kulturell, was sich dort alles abgespielt hat. Also einerseits wurde zum Beispiel, ich weiß nicht, ich meinte, es müsste Lausanne gewesen sein, wo zum Beispiel die österreichische Kaiserin Sissi ermordet wurde. Also das spielte schon mal am Genfersee. Wer Schwarz-Weiß-Filme ein wenig mag, dem dürfte der Künstler Charlie Chaplin ein Name sein. Der hat seine letzten Jahre an den Ufern vom Genfersee in Vevey verbracht oder Richtung Lausanne. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, ob es Vevey oder eher Richtung Lausanne war. In Lausanne haben wir natürlich einerseits eines der Bundesgerichte der Schweiz, also eines der höchsten Gerichte der Schweiz. Und wir haben in Lausanne den Sitz des Olympischen Komitees. In Genf haben wir den Sitz der UN, also ein Generalsitz der UN. Da gab es ja, ich weiß nicht, zwei oder drei. Einer in New York, einer in Genf. Und ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber der dritte meinte ich wäre irgendwo in Österreich. Stimmt das? Der dritte weiß ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber ich meinte, es müsste Österreich gewesen sein. Ja, und jetzt habe ich. Ja, das wird. Ui, 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 da. Nein, jetzt habe ich so geredet und. Also. Es ist schön zu reden. Aber leider muss man als Lokführer nicht reden, sondern aufpassen, was, wo man fährt und alles. Also, wir sehen uns in Sempach. Alter, ist das peinlich. Ja.
Wir sind mal in Rothenburg angekommen und jetzt geht's fleißig weiter Richtung Sursee. Juckende Nase. Ja, ich hatte jetzt ganz schön zu kämpfen zum hier hinkommen. Ich hatte dreimal das Problem, dass ich in Luzern irgendwie einen Bug getriggert habe, dass mir das Szenario nicht weiterging, beziehungsweise die Lok nicht mehr die Bremse gelöst hat und ich habe alles Mögliche versucht. Ging nun mal nicht, darum muss ich dreimal neu starten. Aus dem einen oder anderen Grund. Aber jetzt sind wir hier. Das freut mich, also läuft. Ja, da sieht man mal, zu viel reden ist beim Lokführen nicht gesund. Deshalb sind eigentlich so Lokführer mit Fahrten nur auf ganz bestimmten Routen und auch nur, wenn ich es recht im Kopf habe, mit Zusatzbegleitung für den Lokführer erlaubt. Wenn ich das jetzt richtig, wenn ich richtig informiert bin, weil der Lokführer soll sich ja hauptsächlich um den Zug und die Strecke kümmern, dass er nicht abgelenkt wird, deshalb auch nebst der Person, die das Mitfahren im Lokführerstand erlaubt wird, noch eine zusätzliche Zugspersonalkraft, Lokführer, Kollege auch noch mit an Bord, der den Gast betreut und ja, eigentlich schaut, dass der Lokführer nicht abgelenkt wird. Ja. So, und jetzt sind wir dann bei Rothenburg Gleis 1. So, das ist ja nicht mehr allzu lange. So, dann können wir eigentlich auch schon wieder mit dem Bremsvorgang beginnen. So. Dann mal eine ganz sachte Bremsung. Und dort vorne sehen wir auch schon den Haltepunkt. Ja, das passt doch. So, noch Bremse lösen für ein Stückchen. Ach, da so mit Rangierlokomotiven Güterwagen zu rangieren wäre nice. Oder mit einer RE 420, 2325. Alle möglichen Varianten und auch eine RE, was war's, 440 oder 460, die RE 66 oder eine AE 66 mit so einem historischen Schnellzug. Gut, dann werden wir da mal in Rothenburg haben angehalten, haben die wunderbar vorbereitet. Wenn die Sachen richtig stehen, fahren wir ab. Passt doch. Ja, wo war ich vorhin? Total schon aus dem Kopf, aus dem Gedächtnis, keine Ahnung mehr. Das mit der, wo ich von der Arbeit erzählt habe, war in der Folge davor. Aber was habe ich vor dem Fail gemacht und erzählt? Gute Frage, nächste Frage bitte. Habe ich keine Ahnung mehr. Ich war irgendwas am Erzählen, deshalb habe ich mich ja dann irgendwann nicht mehr auf die Fahrtrasse konzentriert und dadurch dann versäumt, da, ach, wie hieß es, nicht, nicht Zempach. Ja, ich sehe es ja dann, wenn
wenn wir da den nächsten Halt dann fahren müssen. Irgendwas war, aber ich kann es euch bei Gottes Willen nicht mehr sagen, was es war. Bremse grüßt. Sempach. Sempach, Neukirch, Gleis 2. Da waren wir. Da habe ich den Fail gemacht. Also das heißt, jetzt sind wir eigentlich wieder am Punkt, wo man sagen kann, hier kann man vorwärts machen. Hier sind wir, hier waren wir. Ja. Dann sind wir hier auch noch auf 120 Sachen. Und wenn wir wieder so einen Kilometer vor dem Haltepunkt sind, können wir mit dem Bremsvorgang wieder anfangen. Ich liebe es ja, dass in der Schweiz noch relativ viele, also wirklich relativ viele Gleisanschlüsse bestehen, auch wenn eigentlich zu 99% keine der Anschlüsse mehr genutzt wird. Die großen, die sicherlich noch benutzt werden, sind die Schweizerische Post. DHL hat noch zum Teil Gleisanschluss. Dann die Migros Coop, also da die beiden größten Detailhändler in der Schweiz. Lidl wüsste ich nicht und Aldi. Dort kann es sein, dass nur der große Verteiler, also das Hauptlager, wo Obst und Gemüse aus dem Ausland hingebracht werden, wahrscheinlich noch einen Gleisanschluss haben. Weil in der Schweiz, wie ich im Verhältnis zu Deutschland noch ein ganz schön Stückchen mehr Güter auf der Schiene transportiert. Deutschland möchte ja mehr Güter auf die Schiene bringen, auch wenn ich eigentlich in meiner Firma DB Schenker eigentlich nur auf der Straße gesehen habe, aber nicht auf der Schiene. Und was auch ganz spannend ist, dass die Deutsche Bahn offensichtlich überall Geld hat, im Ausland Streckennetz und Bahninfrastruktur und Trassen und alles Mögliche instand zu halten, zu erweitern und auszubauen. Aber irgendwie kriegen sie das in Deutschland selbst, so was man hört, irgendwie nicht so auf die Reihe, dass da die Kunden und die Endverbraucher richtig glücklich sind. Sie investieren viel, sie machen viel, aber irgendwie, man hat das gefühlt unkoordiniert und mit Personal, das schlecht gebildet ist. Von, auch irgendwie von der Seite der Politik. Das, was ich aus meiner Perspektive höre, ist halt die Lobby von der Autoindustrie in Deutschland extremst mächtig, wo auch vieles leider zugunsten des Autos bewirken kann, was ich sehr schade finde, weil die Bahn hat wirklich den Zukunftsaspekt schlichtweg hin. Also dort kann man eigentlich nicht vorbei. Darum finde ich, dass ja, sie machen viel, aber oft hat man auch das Gefühl, was ich so von außen her mitkriege, dass oder dort, wo sie bauen, bauen sie irgendwie gerade so überall, dass sie die meisten also Ausweichmöglichkeiten sich verbauen, dass die restlichen Linien überlastet sind. Noch ein guter Teil von Deutschland unelektrifiziert ist, was viele Lokomotivwechseln beinhaltet.
Also da die Dual-Lokomotiven, die sind da, die müssen zum Teil halt auch noch gebaut werden, was jetzt auch nicht gerade von heute auf morgen ausgeliefert werden kann. Aber die sind ja auch auf dem Weg, aber bringt ja nichts. Also sehr, sehr viel läuft in der Bahnwelt in Deutschland, aber auch in Österreich. Und ich muss sagen, ich bin Österreich ist eigentlich auf dem richtigen Weg. Also die investieren auch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mehr als in das Auto oder klein wenig weniger als in die Straßen. Da bin ich mir unsicher. Aber Österreich hat natürlich auch lange Historie mit Bahnkultur. Semmeringstrecke ist mir ein deutlicher Begriff, also über den Vorarlberg. Ist ja, ich weiß nicht, ist die Semmeringbahn Weltkulturerbe? Wüsste ich nicht, aber ich meinte, es wäre doch, oder? Bin mir jetzt ganz ehrlich nicht mehr sicher. Semmering hat ja den gleichen Status von der Wichtigkeit wie der Gotthard, wie die Gotthardtrasse. Der Semmering ist aber nicht Nord-Süd, sondern West-Ost-Verbindung, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Also bitte, wenn ich jetzt da total Nonsens rede, bitte in die Kommentaren berichtigen, weil Geografie ist, da kann mein Vater ein Liedchen davon singen, wie er mir nur schon allein die Schweizer Geografie in den Kopf prügeln musste. Also jetzt bildlich gesprochen, nicht wörtlich gemeint, ne? Aber ui, da habe ich echt zu kämpfen gehabt mit Geografie. Und mit Bahnen konnte ich mir das noch eher mal merken. Auch bei weitem nicht perfekt, aber immerhin noch besser als gar nichts zu merken. Ja. Ich war jetzt bis jetzt nur ein einziges Mal über den Vorarlberg, also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die Semmering-Strecke gefahren. Und zwar hatte ich mal nach der Ausbildung, oder nein, noch zu Zeiten der Ausbildung, ich hatte zwar schon die praktische Prüfung und die mündlich-schriftliche alles abgelegt und war jetzt eigentlich noch am Warten, bis dann das Endzeugnis kam an der großen Abschlussfeier, hatte ich, ne, da muss ich, ich habe über die Lehrzeit, über 3 Monate Überzeit angehäuft. Die muss, nein, über 6 Monate sogar. Ich musste so gefühlt wirklich ein halbes Jahr, weil die nichts auszahlen konnten, mein Betrieb, weil das mit Unterstützungsgeld und so ging, musste ich das alles als Freitage beziehen. Habe ich gern genommen. Also ich meine, ein halbes Jahr frei, wer das bezahlt, nimmt doch jeder gerne. Habe ich noch bei der Firma CAT&T, das ist, die bauen auf dem CAD-Programm auf, also CAT, CAD plus T, das plus T ist deren Erweiterung, vor allem für die also für die Holzindustrie, sagen wir es grob. Man kann es auch für viele andere Bereiche benutzen, aber in erster Linie konzipiert war es und ist es für die Schreinerei und die Zimmerei. Und da
fuhr ich mit dem Railjet von Zürich über St. Margrethen, Bregenz nach Innsbruck und dann von Innsbruck noch kurz mit der S-Bahn zurück nach Ansfelden. Und ich muss sagen, es war herrlich. Man war 6, 8 Stunden. Irgendwas so um den Dreh herum war ich unterwegs. Wunderschön, ich hatte gute Gespräche auf der Zugfahrt. Auch sehr witzige auf der Rückfahrt. Also das war sehr nice. Zwar muss ich ganz ehrlich sagen, war ungewohnt und ich fand die Sitze in dem Railjet, in dem ich saß, sagen wir es mal so, nach 8 Stunden tat dir der Hintern weh. Es war ultra bequem, kein Thema, aber es hat doch irgendwas gehabt in dem Sessel, in dem ich gesessen bin, das hat gedrückt auf meinen Arsch. So. Aber es war wunderschöne Aussicht, ich habe es genossen. Auch vor allem kam da so ein, ja, wie kann man dem sagen, so ein kleiner Bistrowagen durch, wo man so sich kurz ein Getränk, ein kleines Brötchen gönnen konnte. Fand ich nice. Kannte ich aus der Schweiz. Fand ich umso besser, dass es auch so auf größeren Distanzen im Railjet gibt. Finde ich einen wunderbaren Service, den sie da anbieten. Jetzt haben wir da 140. Ja, da muss ich jetzt schon nicht so stark. Schon stark, aber ein wenig sachter. Gut. Ja, ich hatte wunderschöne Gespräche auf der Zugfahrt, konnte mich richtig entspannen. Es war wirklich, man hat auf der Semmering-Route wirklich auch das wunderbare, schöne Erlebnis wie auf der Gotthardstrecke. Man ist in einer Berglandschaft, kann weit sehen, kann aber auch nicht so weit sehen. Es war ein Gewinde, es war ein sich durch die Landschaft schlängeln mit dem Zug und der Railjet ab, ich meinte, sie hätten ihn in Bregenz zusammengekuppelt von einer Garnitur, wo Zürich, Bregenz und dann war, glaube ich, eine Doppeltraktion von Lindau aus oder war bis Lindau auch nur eine Traktion, wo in Bregenz schon angekuppelt war. Ich weiß nur, der Teil, wo aus der Schweiz kam, war der hinterste Teil. Also das heißt, konnte man nach vorne blicken, hatte man schön eine Zuglandschaft vor sich, wie sich schön schlängelnd. Das fand ich wirklich herrlich. Und das gab mir wirklich so ein richtig gutes Gefühl. Und das kriegt man nur auf wenigen Trassen auf der Welt, wo man so eine harmonische, fließende Bewegung mitverfolgen kann. Auf dem Gotthard ist es weniger fließend. Dort ist es eher so architektonisch, was für eine unfassbare Leistung die Lokomotiven leisten müssen, um über das Massiv zu kommen. Die Semmering ist zwar auch eine der steilsten Adhäsionsrouten, meinte ich, von Österreich. Bin ich da richtig? Wo natürlich, was die Nord- oder die Südrampe? Ich meinte, die Rampe, die vom Vorarlberg Richtung Innsbruck schaut, ist die, die länger geht, wo dann auch ein wenig Fläche ist und die dann Richtung Bregenz runter ist, glaube ich, die steilere Seite, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber ich sage es, wie es ist, es war eine wunderschöne Strecke, wunderschönes Erlebnis. Ich muss sagen,
die 6 Monate Ferien, die ich zu der Zeit nehmen musste, waren toll. Aber die eine Woche in Ansfelden bzw. Innsbruck, weil in Ansfelden hat Cattentee, meinte ich, kein einziges Mal uns irgendwo eingeladen zum Essen. Wir Mittag, Abendessen, jedes Mal von denen gesponsert. Und in Innsbruck, da, Alter, ich hatte noch nie so geniales Essen gehabt. Also wirklich. Da hatten wir, ach, wie hieß, ich meinte, die Pizzeria hieß 360 Grad, meinte ich. Und die hatte auf der Speisekarte die Pizza Die Rote Sau. Tönte interessant. Speck, rote Zwiebeln und dann noch Kran. Und ich habe mir das Hirn zermartert. Ich bin ja zu einem Teil Österreicher, weil meine Mutter und von ihr der Vater, dadurch bin ich, und das ist ja eine der wenigen Ausnahmen, die Österreich und die Schweiz für Doppelbürgerschaft zulässt, also Österreich vor allem, wenn man das irgendwoher geerbt hat, darf man den österreichischen Pass beantragen. Und weil mein Bruder den mal irgendwann beantragen wollte und er mit der Mutter dann sowieso auf Bern musste, ins Konsulat, ging ich mit und habe ich dann gerade auch noch den österreichischen Pass mitgenommen. Also ich habe nicht nur den Schweizer, sondern auch den österreichischen. Und wo war ich jetzt? Und meine Mutter hat auch immer mal wieder Kran gesagt. Und ich wusste, was das ist, wie man es im Schweizerdeutsch oder im Deutschen auch nennt. Aber an dem Moment, als ich das las, kam es mir nicht in den Sinn. Dann kam die Pizza, wunderschön, goldbraun, schöne, knuspriger Rand, wunderbar, also wirklich hervorragende Pizzeria, muss ich sagen. Beiß ich rein, hat überall so weiße Flecken, natürlich Mozzarella zum einen, aber dann auch das Kran. Als ich reingebissen habe, kam es mir in den Sinn. Genau. Kran ist Meerrettich. Und ich muss sagen, ich habe noch schon ewig lange nicht mehr so eine verdammt geile Pizza gehabt. Und auch so eine verdammt geile Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge bei Let's Play Train Sim World 3. Ja. Sagen wir mal so. Tschüss.